Ja, bei uns ist Norbert Jorek, ein Gast aus den USA, der aus New York extra für diesen Kongress hier nach Deutschland gekommen ist, zum Logistikkongress 2009. Herr Jorek, Ihr Thema ist Managing Supply Chains in a Globally Challenged World. Wir gehen nochmal auf das Thema Supply Chains nämlich eben ein. Wie wichtig ist denn heute das Supply Chain Management für Unternehmen und auch natürlich für global aufgestellte Unternehmen? Ich glaube, es wird immer wichtiger. Und wir haben gerade in den letzten 15 bis 18 Monaten, die wir sicherlich als die schwierigsten in unserem Lebensalter bezeichnen dürfen, gesehen, wie wichtig diese Funktion ist, um Unternehmen zu helfen, auf diese noch sehr signifikanten Bedarfs- und Nachfrageschwankungen zu reagieren. Ja, ohne eine hochqualifizierte Supply Chain-Funktion innerhalb global aufgestellter Unternehmen wäre dies nicht möglich gewesen. Wie kann sich denn überhaupt ein Unternehmen heute aufstellen, damit es in einer globalisierten Welt, Sie können das vielleicht aus Sicht der USA auch mal sagen, am Markt mithalten kann? Ja, also wenn man das rein von einer Supply Chain-Perspektive betrachtet, ist es sicherlich so, dass wir über Strukturen nachdenken müssen. Ja, wir haben gesehen, dass bestimmte Handelsströme, das Welthandelsvolumen hat sich ja im Gegensatz zu dem Weltwirtschaftswachstum dramatisch auseinanderentwickelt. Und das fällt dann unter die Kategorie, was man im Englischen nennt Steins Law, ja, Trends that can't continue won't. Und das ist natürlich jetzt sehr scharf eingebrochen. Ja, wir haben heute oder dieses Jahr sicherlich den höchsten Einbruch im Welthandel seit den 30er Jahren. Die Welthandelsorganisation rechnet im Moment so zwischen 10 und 15% des Einbruchs des Handelsvolumens. Wird das wiederkommen, so wie wir es vorher hatten? Das ist nicht sicher. Ja, wir werden andere Themen auch mit berücksichtigen müssen, das heißt die Regionalisierung von Supply Chains. Auch vor dem sehr, sehr wichtigen Thema Climate Change. Ja, denn insbesondere der Transport von Gütern, auch niederwertigere Güter, die Arbeitsteilung in einer globalen Welt, muss man auch dann vor dem Aspekt Climate Change nochmal neu überdenken. Lässt sich das denn vereinen, die ökonomische und die ökologische Seite, dass man das zusammenbekommt und trotzdem ein Unternehmen funktionieren kann? Ja, ich glaube, es lässt sich schon vereinen. Sie müssen sich eben nur darum kümmern. Ja, denn die ökologische Seite hatte oftmals einfach keine Kostenkomponente. Das heißt, wie viel CO2 wir ausstoßen, das war bis vor ein, zwei Jahren für viele Unternehmen nicht relevant. Ja, und wenn Sie diese Komponente mit aufnehmen, ich sag mal Hochdeutsch Scorecard, ja, dann wird auch diese Komponente und diese Dimension so gemanagt wie alle anderen auch. Ja. Ich kann Ihnen andere Dimensionen nennen, zum Beispiel früher das Thema Safety, ja, das wir heute auch in Emerging Markets immer noch haben. In vielen westlichen Unternehmen ist es einfach undenkbar, dass man den Verlust von Menschen als Collateral Damage akzeptiert. Ja? Und das kann man auch managen. Und ich kann Ihnen sagen, vor 15 Jahren standen auch viele Manager vor der Herausforderung und sagen, je, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt Optimierung der Profitabilität oder wollen wir uns auch noch um Safety kümmern? Und die Tatsache ist, man muss sich um beides kümmern. Und Climate Change und die Sustainability ist einfach eine zusätzliche Komponente. Die macht die Sache mehr komplex, aber sie wird auch gelöst werden. Da habe ich keinen Zweifel. Jetzt sagen die Deutschen ja immer, die USA sind gerade was den Climate Change und das Bewusstsein dafür einfach ist, können die USA noch ein bisschen aufholen. Sehen Sie das genauso? Ja, also wenn Sie heute in Washington umherlaufen und Diskussionen haben und das vor einem Jahr getan haben, der Unterschied könnte nicht gravierender sein. Ja, also die Obama-Administration hat nun einmal eine völlig andere Haltung gegenüber dem Rest der Welt, als das die Vorgängerregierung bei der Vorgängerregierung der Fall war. Also die USA ist sich ihrer Verantwortung bewusst, aber wir müssen eben auch China und Indien ins Boot bringen, denn natürlich ist pro Kopf die USA nach wie vor einer der größten Verschmutzer dieser Welt, aber absolut haben uns die Chinesen und Amerikaner schon eingeholt. Und das heißt, Sie sehen das auch an den Strukturen in der Welt. Wir haben früher immer über die G7 oder G8 gesprochen. Heute, sagen wir, seit dem Gipfel in Pittsburgh, reden wir über eine G20. Ja? Sorry, das war in Washington, London und Pittsburgh, haben wir schon drei Meetings gehabt. Und das zeigt sehr deutlich, dass viele der Herausforderungen, die wir haben, nicht mehr bilateral zu lösen sind. Die müssen multilateral gelöst werden. Und dazu zählen auch die Emerging Markets und die Schwellenländer. Die müssen mit einbezogen werden. Apropos Globalisierung, hier in Deutschland und gerade auf diesem Kongress ist das Gefühl, die Talsohle ist jetzt bei der Weltwirtschaftskrise
durchschritten. Man hat sie zumindest erreicht. Das heißt, es geht wieder auf. Wie ist das Gefühl in den USA? Ja, also das ist sicherlich der Grundtenor, den man hat. Wenn Sie sich den Weltwirtschaftsfonds betrachten, der ja quartalsmäßig berichtet und der Oktoberbericht, der 2 Wochen alt ist, ist schon erheblich positiver als sowohl die Berichte im Juni als auch im April noch diesen Jahres. Heute geht die Weltwirtschaft, der IMF, also der Weltwirtschaftsfonds, davon aus, dass die globale Wirtschaft um 1% schrumpfen wird. Und für nächstes Jahr sieht man ein Wachstum von 3%. Das ist also schon erheblich positiver, als wir es noch vor wenigen Monaten gesehen haben. Das ist aber natürlich auch eine Schere zwischen Entwicklungsländern und entwickelnden Ländern. Nehmen Sie mal in Deutschland, wir gehen davon aus, dass, oder der IMF geht davon aus, dass sie eine Retraction haben von 5,3%, nächstes Jahr ein Wachstum von 0,3%. Also Sie sehen, das wird für Deutschland sicherlich noch, auch 2010 wird ein sehr, sehr schweres Jahr. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland, die auch in Amerika jetzt mittlerweile bei 9,8% ist, weiter steigen wird. Wenn Sie es von der Auftragslage betrachten, haben sicherlich viele Unternehmen jetzt mehr Hoffnung, ja, weil einfach die Grundstimmung eine positivere ist. Aber dass sich das sofort in zusätzliche Kapazitäten umdeuten lässt, das dauert noch. Ja? Wenn Sie UNCTAD nehmen, das ist die United Nations Conference on Trade and Development, die gehen davon aus, dass Foreign Direct Investment, ja, was ein guter Frühindikator ist, dieses Jahr um fast 50% schrumpfen wird. Ja? 2010 wird es wahrscheinlich auch nur marginal besser werden, aber ab 2011 erwartet man eine Verbesserung und auch der Trend zur Globalisierung wird anhalten. Ja, wir haben jetzt eine harte Phase durchgemacht, aber die Globalisierung wird weitergehen. Ja, und da sollten wir uns nicht drüber hinwegtäuschen. Aber es wird noch dauern. Ja, also wir werden sicherlich noch 15, 18 Monate, schwere Monate vor uns haben in der Weltwirtschaft mit erheblich viel mehr Volatilität, als wir das früher gewohnt waren. Sie fliegen bald zurück in die USA, um dort natürlich wieder auch zu arbeiten. Können Sie was mitnehmen von diesem Kongress? Sie haben mit Kongressteilnehmern auch schon gesprochen. Können Sie was mitnehmen an Erfahrungen oder Erfahrungsaustausch oder an Denkanstößen? Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Kongress hier für Deutschland. Ja, Sie haben ja hier den Vorteil, Sie haben Repräsentanten von unterschiedlichsten Industriebranchen. Ja? Ob das jetzt Consumer Goods ist oder Process Industries. Und die Herausforderungen, die wir heute haben im makroökonomischen Umfeld, spiegeln sich ja auch in der Supply Chain Funktion wider. Und ich glaube, die Supply Chain Funktion bei meisten großen Unternehmen hat eine Aufwertung erfahren. Und auf der gleichen Seite auch, wenn Sie sich die Dienstleister anschauen im Logistikbereich, auch die werden höheren Anforderungen ausgesetzt sein. Sie müssen sich frühzeitig positionieren, um auch langfristig wieder an der zunehmenden Globalisierung der Welt teilzunehmen. Insofern gibt es eine ganze Menge gute und auch positive Themen, die hier, glaube ich, die Mitglieder und Teilnehmer mitnehmen können. Ich glaube, man kann das so sagen, es gibt viel zu tun, packen wir es an unter diesem Motto. Norbert Jurek, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie. Wann geht's zurück in die USA? Ich fliege am Samstag wieder zurück in die USA. Dann guten Flug und herzlichen Dank. Dankeschön, machen wir eine Frage.